Hallo und herzlich willkommen zur Nintendo eShop Game Selection. Hier sind Ramona Kjuntke, Jörg Langer und Hagen Geritz von GamersGlobal.de. Es gibt Spiele, bei denen macht es besonders Spaß, sich reinzufuchsen und die Mechaniken zu verstehen. Deswegen ist das Motto der Spiele-Highlights in dieser Folge: Übung macht den Meister. Wir sind schnell wie der Blitz in Neon White, folgen dem Pfad des Kung Fu in Sifu, lernen eine ausgefuchste Sprache in Tunic und beschwören Geister in Ender Lilies Quietest of the Nights. White ist gestorben und findet sich mit Amnesie im Himmel wieder. Als ehemaliger Attentäter muss er für seine Sünden bezahlen, indem er als Neon Dämonen bekämpft. Neon White von Angel Matrix bietet euch rasante, actionreiche Level, in denen Zeit euer größter Gegner ist. In den parkourartigen Abschnitten geht es vertikal und horizontal zur Sache, wobei ihr so schnell wie möglich alle Dämonen besiegen und zum Endpunkt kommen müsst. Während des Speedruns sammelt ihr Karten, die euer Repertoire erweitern. Werft ihr die wieder ab, entfesselt ihr Spezialeffekte. Und abseits der Action lernt ihr die anderen Himmelsbewohner kennen. Ein himmlischer Genre-Mix. Thanks! Sifu von SlowClap ist ein spielbarer Martial-Arts-Film. Ihr wollt die Mörder eures Vaters zum Duell fordern, doch müsst erst an ihren ganzen Anhängern vorbeikommen. Scheitert ihr, belebt euch ein Artefakt wieder, lässt euch aber dafür altern. Als betagte Heldin oder Held seid ihr noch stärker, aber haltet weniger aus. Irgendwann seid ihr dann zu alt und es heißt Game Over. Anfangs werden euch die Gegnermassen wortwörtlich graue Haare bescheren, doch nach etwas Übung beherrscht ihr die Kung-Fu-Manöver immer besser und durchschaut die Angriffe eurer Widersacher. Dann macht es riesigen Spaß, sogar Angriffe von Bossen punktgenau zu kontern und ganze Gruppen im Handumdrehen zu schlagen. In Tunic erkundet ihr als kleiner Fuchs eine große isometrische Welt. Ohne einen Hinweis auf euer Ziel lasst ihr euch von eurer Neugier leiten. Auf der Karte stehen Fuchsschreine, an denen ihr euren Fortschritt speichert. Euer Leben ist dann wieder aufgefrischt, aber auch erledigte Monster sind wieder zurück. Das knuddelige Abenteuer ist alles andere als leicht. Die Gegner fordern eure Kampffertigkeiten und Koordination, denn eine verpasste Ausweichrolle schickt euch schnell wieder zurück zum Schrein. Nützliche Tipps und Hinweise entdeckt ihr auf Buchseiten, sofern ihr diese lesen könnt, denn ein Teil davon ist in unbekannten Zeichen geschrieben. Zum besonderen Reiz von Tunic gehört auch, dass ihr lernt, diese Sprache zu deuten. Die junge Priesterin Lily findet sich in einem Fantasy-Reich wieder, dessen Bewohner von einem verfluchten Regen in Monster verwandelt wurden. So beginnt die melancholische Geschichte von Ender Lilies Quietest of the Nights. Auf der Suche nach ihren Erinnerungen stellen sich Lily zahllose Feinde in den Weg, doch auf Knopfdruck beschwört ihr Geister, die euch beschützen. Indem ihr ein Gefühl für das Timing der Geisterattacken entwickelt und im Level aufsteigt, behaltet ihr auch in den spektakulären Bosskämpfen die Oberhand. Lily heilt die Seelen der Endgegner und erhält so neue Geister und Fähigkeiten, mit denen sie neue Ecken der wunderschön gezeichneten Welt erreichen kann. Der außergewöhnliche Soundtrack der japanischen Band Milli schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Und damit seid ihr am Ende dieser Folge der Nintendo eShop Game Selection angekommen. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.